Diskussion. Also, der Andi erzählt jetzt mal von seinem besten Kotzerlebnis. Also, erzähl mal. Nee, ich erzähl gar nichts. Hast du aus den Ohren gekotzt auch? Also, ich erzähl mal Geschichte. Das hier ist der Andi, der auf einem Weinfest in Enzenheim hat eine ganze Flasche Wein getrunken. Und er war übelst Diarrhoe aus dem Mund gemacht. Was? War das Enzenheim? Ja. Und er hat übelst Diarrhoe aus dem Mund gemacht. Einige Jahre her, oder? Nee, das war letztes Jahr. Letztes Jahr? Nein, das war vorletztes Jahr. Nein, das ist vorletztes Jahr. Letztes Jahr hat er gekotzt. Dieser Mensch hier hat er gekotzt. Geh mal hin, der will dir sprechen, ja? Also ich muss aufs Klo. Ein schöner Kackfladen reinguckt, der war voll. Harry, erzähl doch mal irgendwas. Wie findest du eigentlich, wenn sich Leute gegenseitig anscheißen? Das ist ekelhaft, nicht anzuschauen, einfach. Also, es gefällt dir. Ja, mehr oder weniger nicht. In Bäder gefällt es auch, in Bäder. Ob er dir gefällt? Ja, aber erzähl mal, wie gefällt es dir, wenn eine dicke Frau Sex hat? Das ist ja voll eklig, ey. Boah, die voll die Drecksau, haben dir die Videos gefallen, die ich dir geschickt habe, mit dicken Frauen? Nein, absolut nicht. Und die Begründung ist? Der hat zu fett. Einfach zu fett. Und warum zu fett? Weil sie zu viel fressen. Ja, und warum fressen sie zu viel? Weil sie keinen haben. Es ist schön durchfit. Aber Schlägel muss geben. Genau. Eier müssen sich unter dem Fotzen wegkratschen. Richtig, Flasch, Schlägel muss geben. Aber er würde nicht nur sein. Ich spielst es aber nicht ab. Sag mal, der Mann in der Homo-Fest. Oh, ah! Hallo, erzählst du mir was? Ich glaube, so, ich bin draußen. Warte mal, noch geh nochmal. Hopp, geh nochmal. Geht nicht. Ich habe gerade schon den Mund. Mach Mund auf. Mach Mund aufmachen. Oh! Sag mal, Entenziehen. Wir lauter Wale raus. Entenziehen. Entenziehen. Penis mega. Sie mir prägen. Wahl. Varietal.